jungle, the mighty jungle, the Jimmy sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the vampires fly outside. Also, mal gucken, was ich da jetzt finde. Auch wieder eine Stunde, aber ja. Ja, ich glaube, es ist ein Dreckklumpen. Könnte auch wieder Knochenstaub sein, ne? Knochenstaub war... Knochenstaub war bisher das Blödeste. Du hast einen Dreckklumpen gefunden. Das sag ich doch. Und wir gehen jetzt erstmal runter. Hast du mich jetzt durch das Portal geschickt? Ja, du gehst jetzt durch das Portal. Und jetzt machst du bitte einen Cut. Ui, was? Das wäre einfach voll die Karosserie dran verstaucht. Jetzt zieh es ein. Es ist verschlossen. Wenn du versuchst, hindurchzugehen, prallst du immer wieder ab. Versuche, das Kraftfeld auszuschalten, indem du den Tempelschutz deaktivierst. Wenn Franz die Augen schließt, zieht er eine Katze auf einem alten Relikt. Wir müssen den Tempelschutz ausschalten. Eine Katze auf einem alten Relikt, das ist keine Katze. Auch keine Katze. Aber hier ist auch kein Hebel. Oh, wir können es erstmal untersuchen. Na gut. Erstmal untersuchen. Katze auf einem alten Relikt. Ihr seid nur so eine Katze. Vielleicht hätten wir Jimmy mitnehmen müssen. Ja, man hat mir die Katze auf einem alten Relikt Haufen gepackt. Ja, mal wieder buddeln. Aber erstmal wird jetzt hier untersucht. Weil man sollte nicht einfach seine Hände da reinstecken, habe ich festgestellt. Gut. Hast du keine Arme mehr gehabt? Nee, der Sim war... Also, ich hab... dem ging es danach nicht so gut. Oha. So, jetzt kannst du erstmal forschen. Du bist ja voll logisch drauf. Dann müsstest du ja eigentlich voll klarkommen. Ja, komm, bin ich jetzt auch schon. Super einfach. Da ist halt nur so eine Katze drauf. Verflix, das Tor lässt sich mit keinem dieser Auslöser öffnen. Du musst andere Mechanismen suchen. Okay, der war schon mal anscheinend fake. Dann gehst du das jetzt untersuchen. Fair enough. Gibt es hier sogar noch mehr? Ja, es gibt noch ganz oben was, glaube ich. Na, also mal gucken hier. Ja, es sieht auch nicht nach Katze aus. Ich würd erstmal an dem Hebel ziehen, um ehrlich zu sein. Erst untersuchen, dann ziehen. Nachher macht sich eine Fallgrube auf und das war's dann. Das ist boring. Franz hat herausgefunden, dass das Tor mit diesem Mechanismus geöffnet werden kann. Bist du? Glaub doch. Blätterglyphen zusammenbauen. Okay, wenn das jetzt die Katzenglyphen gewesen wären, hätte ich da mehr was verstanden, aber ja. Boah, voll süßes, krasse Rätsel. Abgefahren. Ja, nice. Krass. Okay, das ist jetzt ein bisschen neu. Jetzt geht's einmal hier runter. Oh, guck mal. Nein, nein, nein. Skelette. Nein, 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 nein. Die gucken wir uns mal näher an. Franz wollte in den Dschungel. Das hat er jetzt davon. Wollte in den Dschungel, nicht in meinen Sarg. Sarkophag. Von mir. Also dann kannst du zumindest bei mir im Sarg mitschlafen. Na gut. Immerhin. Aber wir haben keinen Sarg mehr. Im Keller könnte ich wieder einen aufstellen. Hast du jetzt aktivieren gesagt? Untersuchen. Irgendwas machen? Nee. Bin ich mir nicht so sicher. Ich bin jetzt untersuchen. So, werden untersucht. Scheint, dass die drei echt sind und dass mir ihre Sperre sehr wehtun. Oh nein, wir müssen uns um Mopsaurus kümmern. Nein. Nein, Mopsaurus verzögert alles nur. Die Sachen anbellen, ja. Auf Sachen anzubellen. Was bellst du denn an? Oh! So traurig. Nein, bleib da unten und verlaufen wir uns und kommen nie wieder dahin. Nein! Kommt der jetzt hier runter anscheinend oder können wir uns drum kümmern? Der muss hier runter. Braucht nur ein bisschen. Ja. So ein trauriger kleiner so Mops. Trauriger kleiner Mops ist das. Nein. Ganz trauriger Mops. Ja. Ganz trauriger kleiner Mops. Mit dem Mops im Dschungel und dann kümmerst du dich nicht drum. Schrecklich. Ich bin ein schrecklicher, schrecklicher Mensch. Aber der Hund hat sich auch nicht um mich gekümmert. Der ist immer hinterhergelaufen die ganze Zeit. Nicht gekümmert. Ein ganz schlechter Mops-Papa. Boah. Aber ihr seid soeben beste Freunde geworden. Ja, es ist doch mal was. Ja.
Mal liebhaben. Na, lass mal weitergehen. Ich will nicht mehr ausgraben. Er muss jetzt einfach mal hier schlafen. Kann er nicht. Nicht hier schlafen. Lass ihn einfach rumfallen. Geh schlafen. Einfach oder so. So, nein, was kontrolliere ich jetzt? Aktivieren. Waffe des linken Kämpfers ziehen. Scheint richtig zu sein. Ja, untersuchen ist richtig. Oh. Franz hat den Tempelschutz deaktiviert und das Tor hat sich geöffnet. Jetzt kann ich raus. Ja, aber du musst erstmal was essen. Ja, raus kannst du sowieso jederzeit. Fertig, Grillkäse essen. Ich komme zum Wasser. Oh, da ist noch ein Scheiß. Ein Elektrotor. Diesmal versuchen wir den rechten Turm. Elektrotor. Du gehst erstmal ausgraben. Nee, Turm. Elektrotor. Elektrotor. Boah, das sieht krass aus. Drin nicht. So, jetzt müssen wir erstmal untersuchen danach. Aber hier mal ausbuddeln. Muss buddeln? Weil damit, weißt du, sonst rentiert sich das ja nicht. Das stimmt. Du musst Sachen mit nach Hause bringen. Boah, du hast Geld verdient und deinen freien Tag. What the fuck? Voll in Ordnung. Ja, verdient doch jeder nochmal Urlaubsgeld. Ich nicht. Ich auch nicht. So. Ja, spannend, ja. Ich glaube, du kannst schon mal rübergehen. Was mit Mopsaurus los? Was will der? Nichts. Das lässt sich nicht mit diesem Auslöser öffnen. Okay, dann müssen wir das untersuchen. Aber aufs Haus geht's erstmal wieder gut. Die müssen wir gleich nochmal füttern. Aber super. Ja. Dich müssen wir auch noch gleich nochmal füttern. Du brauchst auch nochmal gleich was. Füttern? Eine gute Raubtierfütterung mit Fresh Franz. Also das Tor lässt sich nicht mit allen Auslösern öffnen. Nicht mit allen. Kann sein Glück versuchen und Mechanismus unter die Lupe nehmen. Hm. Du bereits untersucht. Das ist schlecht. Aktivieren. Das ist alles nicht so gut. Aktivieren. Das ist alles nicht so gut. Entweder links oder rechts? Links. Okay, dann aktivieren wir das bröckelnden Stein beleidigen. Oh Gott, das kommt. Warum? Mann, das gefällt ihm nicht. Das gefällt ihm nicht. Hm, nicht gut. Rückzug, nicht taktischer gut. Rückzug. Nicht gut. Aber es scheint nichts passiert zu sein. Yeah, Franz hat Charisma erhalten, da knapp einem Unglück entkommen ist. Oh Gott sei Dank. Dann, dann nehmen wir doch mal rechts. Ja, ja. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Oi! Oh, jetzt ist ja so viel. Oh, die Fallen waren böse, die haben wir letztens hingegrillt. Ausgraben. Aber wir haben hier schon einen Dschungelschatz. Dschungelschatz. Und du bist sowieso gerade Gunst der Ahnen. Die Kinder heutzutage wissen ja gar nicht mehr, was Freude ist, aber die Ahnen, die kannten Freude. Franz wird nun etwas von diesem Gefühl zuteil. Du bist also von der Sonne beschienen. Ja, du bist mit der Gunst der Ahnen getränkt. Ja. Und damit kannst du auch andere anstecken und so. Ja, ein Artefakt und Abenteurerausrüstung. Ui. Oh, wir haben einmal Wächterreliktbasis bekommen und einen Stein und so. Geil. Schatz, ihr habt ihr Besuch gemacht, das ist ein Stein. Die hatten wir alle cool. Schon, hatten wir schon. Die können wir auf jeden Fall mal untersuchen gehen. Gehen wir mal untersuchen, weil da will ich nicht durchgehen. Das ist Gift. Da will ich nicht durchgehen wollen. Nee. Bestimmt Instant-Tod-Gift. Oh, es wird langsam dunkel. Mhm. Den ganzen Tag schon weg. Wieso bist du hier draußen? Wieso hör auf, das anzubellen? Lass ihn doch, wenn er das möchte. Aber er muss hier runterkommen, damit du ihn füttern kannst, sonst verhungert er uns wieder. Ja, dann ist das halt so. Dann ist er wenigstens glücklich verhungert. Besser glücklich verhungern als unglücklich leben. Mahatma Gandhi, 2012. Mhm. Bei Wine. Mhm. Es lässt sich auch nicht mit allen Mechanismen auslösen. Sonnenglyphe, nee. Blätterglyphe, das ist mir zu riskant. Gucken wir mal, ob es hier irgendwas gibt. Ich brauche wieder, ne? Ja, ansonsten da vorne, wo jetzt Saurus gleich reinkommt. Ja, das ist ja auch nochmal was. Ja. Aber wir haben eigentlich, ich glaube, wir haben sogar drei Sachen, die wir da angehen könnten. Ja, der kriegt ja dein Leckerchen. Ja. Leckerchen geben. Ja. Wir können natürlich Mopsaurus auch nach Hause schicken, ne? Na gut. Wie war das noch? Go home.
zu Unterkunft gehen. Ja. Ich weiß nicht, ob das lange dauert. Erstmal musst du ihn auf jeden Fall füttern. So, das geht auch nicht mit allen Auslösern. Bla bla bla, kennenlernen, oh, Liebe spüren lassen geht auch nochmal ans, voll gut. Und dann Training nach Hause schicken. Ja, ich weiß nicht, ob das dann, nicht, dass er dann ganz zu Hause landet. Dann können wir jederzeit nachholen, kein Problem. Wir schicken ihn jetzt nach Hause, das ist ja ein taffer Mops, der schafft das schon. Sehr gut, sehr, sehr gut. So, jetzt gehen wir hier nochmal untersuchen. Kacke, dass wir da nur so ein bisschen was rausfinden. Findet man denn mehr raus? Loch in der Pfeilspitzenglyphe greifen, haben wir aber nicht. Also manchmal, bei dem einen haben wir ja gleich herausgefunden, was der richtige Mechanismus war. Mhm. Hier ist auch nicht alles richtig. Baumglyphen sehen aber immer noch am wenigsten brutal aus, oder? Go for it. Oh, Junge. Geht wahrscheinlich irgendwie dreimal gegen das Ding. Das war rot. Rot ist nicht gut. Mobsaurus! Mobsaurus! Franz. Oh, oh, oh. Oh, was war das? Was ist los? Gute Leistung. Franz hat Logikfähigkeit erhalten, da knapp einem Unglück entkommen ist. Du hast gerade aber mehr Glück als Verstand. Ist erstmal ein Grillkäse. Ich würde da die Pfeilspitzen echt nicht greifen wollen. Aber doch, mach das. Die Dinger haben das letzte Mal einen angezündet. Ja. Ein Loch der Pfeilspitzen hast du nicht gesehen. Ich will unbedingt meine Hand in dunkle Löcher stecken. Oh, das war nicht gut. Oh, das war eine Mausefalle, oder? Das war nicht so... Aber es war nur das Ding, deswegen ist es okay. Schon wieder. Knapp einem Unglück entkommen. Dafür hast du Fitness erhalten. Ja, hier wird es jetzt ein bisschen schwierig. Ich würde sagen, Blätterglyphe. Weil die Blätter das letzte Mal waren schlecht. Vielleicht sind die Blätter jetzt gut oder so. Voll fein. Du sagst pipi. Wann und ich mach's. Ja, Gott sei Dank. Ui. Cool. We did it. Der sieht ja freundlich aus. Hi, was geht? Sind wir jetzt durch? Jo. Ich glaube, das war's. Ja, ich glaube, das sind alle. Oh ja, wir haben alle Tage Rätsel gelöst. Uns noch nicht ganz eingepisst. Warum steht denn der hier so komisch? Aber das ist ja geil hier. Wir haben Leuchten und Glitzern. Wir haben Simoleons bekommen und ein bisschen Ausrüstung. 500 irgendwas. War nicht so viel, aber ein bisschen Zeug kann man immer gebrauchen. Abenteurerausrüstung auch. Tempelforschung abgeschlossen. Wow, 3000 Simoleons. Ich hab's Artefakt, hingekriegt, ja? Ein mystisches Relikt. Ich hab's hingekriegt, das ist alles, was ich sage. Ja, richtig gut. Kann man nicht reden, schade. Ja, dann wird jetzt hier noch ein bisschen gebuddelt. Okay. Ne, so eine Toilette in der Dose wäre jetzt auch nicht übel, aber hey. Eine Dose ist dafür nicht gut. Nein. Wenn du richtig zielst. Nein, bitte, oh. Na gut, ich mach das jetzt und dann ist er. Aber nein, würde ich nie machen. Ich würde mich da eher an so eine Ecke stellen und Dose ist ein bisschen schwierig, ne? Passt auch nicht alles rein, würde ich behaupten. So, jetzt können wir nach Hause, weil wir haben alles. Weiß ich nicht. Je nach Verfassung. Ja, also du kannst natürlich hier nochmal pullern gehen. Nö, schick mich ruhig nach Hause. Will aber ich glaube, würde sagen, zu Hause pullert es sich am besten. Ne? Es ist wunderschön zu Hause. Ja. Zu Hause pullert es sich am besten. Man ist ja auch erst wirklich zu Hause, wenn man Kaka gemacht hat. Das stimmt. So. Wie lange hast du hier in der Wohnung gebraucht, um Kaka zu machen? Instant. Also sofort zu Hause? Sofort Tür rein, ich muss mal. Ja, sehr gut. Also war nach einem langen Tag. Also von daher, ja. Aber man fällt bei uns auch mit der Tür ins Bad, von daher. Ja. Ist obviously. Ja. Pretty easy. Ja, du kommst hier rein und musst direkt Kaka machen. Geht auch allen so, ja. Malte auch. Ja, ja. Malte auch, ja. Malte wollte auf mein Klo gehen, hat er dann aber nicht gemacht, hat er gesagt. Weil sich nicht getraut hat, die kleine Pussy. Das ist eine Ansage an Malternativ, Pussy. Komm auf mein Klo und kack. Malte, hast du gehört? Muss mal zum Kacken vorbeikommen. Ist halt so. Wir haben sogar zwei Toiletten, nur die eine spült nicht so gut.
Das stimmt. Deswegen nutzen wir die. Die benutzen wir. Rede mit dem Kamin. Okay. Wow, mit der Lampe? Alles klar. Geh ich doch mal hinlegen, Mopsaurus. Oi, ich will das Leben vom Mopsaurus. Ja, den ganzen Tag schlafen. So, das bedeutet, wir haben den Tempel auskundschaftet. Es gibt ja im Dschungel noch andere Orte, die man erkunden kann. Da gucken wir mal morgen. Ja, sehr gerne. Ja, da schauen wir mal. Und ich habe, glaube ich, auch Sachen, die ich noch ausklamüsern muss, was denn da dahinter steckt. Ja, das mache ich. Das machst du, damit deine Fähigkeit steigt? Ja. Sehr gut. Ja, mach das sehr, sehr gerne. Kannst du auch morgen machen. Kommt mir alles jetzt hier ins Inventar. Aber wehe, du klaust mir alles, du Klauschwein. Nee. Ich bin hier die Archäologin. Die Sachen, guck mal, du hast sogar 2 Macheten gefunden. Ja, geil, das war die Ausrüstung. Ja, da kannst du jetzt richtig mit arbeiten. Das sind 240 Simoleons, die ich gefunden habe. Mhm, neben diversen anderen Sachen. Oh yeah. Geil. Ich gucke, was ich archäologisieren kann. Das ist okay. Artefakte kann ich freilegen. So, jetzt mal auf mit dem Kamin zu reden und geh da jetzt mal so ein bisschen, ne, weil ich bin noch fit, wie es aussieht. Jupp, ich bin fit. Hi. Oh. Schlafen? Machst du schlafen? Was ist denn jetzt schon wieder mit ihm? Ach, der geht hier schlafen. Okay. Guck mal, was er jetzt hat. Er will schlafen. Soll er doch. Will ich gemütlich machen. Du sollst schlafen, Schatzi. Viel gemütlicher wird das nicht, kleiner Mopsaurus. Ich esse jetzt hier irgendwas. Da, geh dich hinlegen. Du sollst schlafen. Schlaf ein. Gute Nachtgeschichte. Huch! Spontan! Mama, ich muss mit dir über Müll reden! Wir müssen recyceln! Essen recyceln! Essen ist Gift! Buffy! Ich mag Baseball! Buffy! Jetzt! Oh nein, er ist schon wieder umgekippt! Oh nein! Oh, wir müssen ihm ein Bettchen kaufen! Der schläft irgendwie nicht vernünftig, das Fisch ist dusselig! Schläft er dann nicht auf dem Sofa? Jetzt hier schläft auf dem Sofa. Ich schlafe auf dem Sofa. Jetzt über alte Zeiten machen, Bilder von Selvodorata, Doritotata, Rototo, lokale Begrüßung nutzen, Dinge tun, Astronomiekenntnisse. Nee. Bau das Ding weiter aus. Muskeln zeigen. Bau an dem Ding rum. Er ist schon wieder in Ohnmacht gefallen. Was ist? Haben wir ihm vielleicht ein falsches Leckerli gegeben? Ich habe keine Ahnung, was mit dem falschen. Isa, bau jetzt. Ja, ich unterhalte mich mit dir. Du redest ja mit mir. Arsch, unterhältst dich mit mir. Komm zu mir rüber, wenn dich unterhalten willst. Nicht hier über den ganzen Hof. Buffy wurde vor der uralten Freude erfasst. Sie ist fast so ansteckend wie Lachen oder Gähnen. Sehr gut. Sehr gut. Guck mal, jetzt strahlt sie. Schön. Maria. Dann wird die Gunst der Ahnen empfangen, wenn die jetzt Jesus kriegt. Rastig aus, ne? Kaum gehst du mit dem Kind einmal in den Busch schwanger. Und niemand wird's gewesen sein. Ja. Wenn die Kirche dann auf Alimente verklagst, dann sagen die auch... Zeigst du ihr Urlaubsbilder auf der Toilette? Ja? Irgendwie ein richtiger Vater. So richtig akkurat. Bau das aus! Und jetzt knuddelt ihr euch auch noch. Herrlich. Kulturfähigkeit erworben. Boah, ich hab das freigelegt. Fummelst du mich da gerade? Nein, ja. Aha. Doch, ja. Ja. Hm. Oh, ich kann das Artefakt authentifizieren. Oh, jetzt schon? Und halt den Sabbel, geh dich ums Katzenklo kümmern, danke. Oh, ich will dich beleidigen, ja. Siehst du? Das ist so gestresst, habe ich mich gefühlt, dass ich beleidigen will. So, jetzt geh mal hier gucken, was das ist jetzt. Identifiziere das! Ah ja, schon. Da wird authentifiziert, so. Bestimmt jetzt um ein vielfaches Mehrwert. Gerade aktuell ist es 61 Simoleons wert. Ja. Ja. Dauert noch ein bisschen. Ja. Wenn mich meine Tochter nicht unterbrechen würde, würde es schneller gehen. So, jetzt. Ja. Wir können ja mal gucken, solange, ob es auf dem Markt irgendwas Neues gibt. Da kann der Buffy mal shoppen gehen. Nö, so blöde Blumen, so blöde Artefakte. Nö. Die kann sich ja mal mit der einheimischen Speise auseinandersetzen. Nein, bloß nicht, sonst kann sie auch... Arepa, Kalina, Perico, Poraka. Oh Gott. So.
los. Meinst du, kommt nach dir? Moment, nach uns beiden. Oh Gott, das ist das Diarrhea-Kid. Wir sind in der Schule auch im Diarrhea Club. Oh, das ist ja krass. Jetzt 238 wert. Ja. Qualität ist allerdings schlecht. Gibt also Besseres. Dann gehe ich jetzt noch ein Artefakt freilegen und zwar einen Dreckklumpen. Du hast den versteckt. Ist das. Moment. Hast du den aus dem Pipi-Busch? Nein, nein. Und der ist auch ganz bestimmt nicht frisch. Das und noch viel mehr das nächste Mal bei The Sims 4 Not a Vampire in the Jungle. With the kitten and the mobs so. And stuff.